Eine Raucherecke unter Bäumen im neuen Containerdorf von Tempelhof. Foto: Thomas Loay. Das größte Containerdorfstadt ist fertig. Mit beheizter Abwasserleitung und begrünten Raucherecken. Am Sonntag ist Tag der offenen Tür. Es wird das mit Abstand schönste Tempohome der Stadt. Das Tempelhofer Feld vor der Tür, die Hangarhallen fußläufig, der Zirkus Kabuweißer Zieh nebenan, eine großzügige Sonnenterrasse im Zentrum, Spielplätze, Basketballfeld, Raucherecken unter neu gepflanzten Ahornen. Nur die drei Container-Apartments mit den Einheitsherden und Metallbetten sehen so wenig einladend aus wie in den anderen neun Tempohomes, die schon in Betrieb sind. Maximal 4 Personen kommen hier unter, auf 45 Quadratmetern. Am Montag sollen die ersten Bewohner in das größte Containerdorf Berlins einziehen, zunächst rund 400. Die komplette Belegung der insgesamt 1024 Wohnplätze in rund 900 Containern wird erst im nächsten Jahr erreicht. Für die Präsidentin des Flüchtlingsamtes, LAF, Claudia Langeheine, ist der Einzug in die Container am Tempelhofer Feld ein großer Schritt zur Integration. Die Hangars können endlich komplett leergezogen werden. Aktuell sind nach Angaben des LAF noch 150 Flüchtlinge in den Hangars 6 und 7 untergebracht. Auch andere Notunterkünfte werden schrittweise geräumt, zuletzt das Rathaus Wilmersdorf. In die Container sollen auch Bewohner der Notunterkunft Paul-Stern-Straße ziehen, einer Eventhalle in Spandau, die demnächst aufgegeben werden soll. Inzwischen ist die Zahl der Flüchtlinge in Notunterkünften auf unter 5000 gesunken. Am Jahresanfang waren es noch mehr als 16.000. Das liegt vor allem daran, dass dieses Jahr nur rund halb so viele Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind wie 2016, bislang 7.200. Rund 3.000 Flüchtlinge wohnen derzeit in den 10 Containerdörfern, 7 weitere mit 2.300 Plätzen sind in Planung. Seit Eröffnung des ersten Dorfes in Altklinike gibt es schon ein paar Verbesserungen. Neu sind die breiten Vordächer vor jeder Containerhaustür zum Abstellen der Schuhe. Raucherecken mit Bänken und Aschebehältern haben sich bewährt. Die großen Sonnenterrassen mit Sonnensegeln und großen Spielflächen zeichnen den Standort Tempelhof aus, hier gibt es deutlich mehr Platz für Gemeinschaftsflächen. Neben Schulungsräumen für Nachhilfe und Sprachkurse will der Betreiber Tamaya ein Café einrichten, einen Frauentreff und ein Jugendzentrum. Für die Menschen aus den Notunterkünften beginnt mit dem Umzug ein relativ selbstbestimmtes Leben. Sie bekommen mehr Geld, kaufen selber ein, können kochen und Wäsche waschen, wann sie wollen. 260 Herde stehen bereit, 516 Kühlschränke sowie 48 Industriewaschmaschinen und Trockner. Hangar 1 wird bereits als XXL-Sporthalle genutzt, von Flüchtlingen und Anwohnern, auch das ist ein Vorteil des ehemaligen Flughafens. Nachteil ist der Denkmalschutz und die kurze Laufzeit. Weil der Boden nicht aufgegraben werden dürfte, stehen die Bäume in großen Pflanzkästen. Alle Leitungen sind oberirdisch verlegt und nur über aufwendig Brückenkonstruktionen aus Holz zu queren. Die Abwasserleitung verläuft teilweise so hoch, dass man bequem drunter durchlaufen kann.